So, liebe Leute, wir sind wieder am Start bei Grid und herzlich willkommen zurück hier. Und wir machen heute weiter mit der Season 2. Wir sind dabei, zwar bei Classic, und wir fangen heute an mit zwei Rennen in der Classic GT2. Ja, wir nehmen mal den Ferrari. Wir haben ja Kohle ohne Ende. Ja, wir kaufen sie einfach alle. Einfach mal kurz in die Autos komplett verkaufen. So, ich weiß nicht, ob der Ferrari mehr hat oder der, aber er hat. Ja, eindeutig. Nehmen wir den Ferrari. Auf geht's. Wir fangen an am Red Bull Ring. Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich noch den Level voll zu kriegen. Also dann, Kristen, was meinst du als Co-Moderatorin dieser packenden Grid World Series und Expertin für alles, was Motorsport betrifft? Womit sollten wir hier rechnen? Vielen Dank, Alex. Also, wir haben hier eine klassische Rennstrecke. Wir sehen ja bei der Grid World Series alle möglichen Veranstaltungsorte und Rennarten, aber Strecken wie diese wurden speziell für Rennsport designt, gebaut und getestet. Danke, Kristen. Ich freue mich schon auf das Rennen. Und entschuldige. Ja, da gehen wir mal rein. Aber ich war die Reverse-Variante. Normalerweise fährst du ja da rum. Und der Start ist erfolgt. Okay, das war jetzt meine Wenigkeit. Und dann hängen wir auf 10, ja, wir sind noch dran. Ja, das Handling hat ein bisschen Probleme hatte. Hat ein bisschen Probleme, aber jetzt. Das ist aber auch nicht die Original Formel 1 Variante. Nein, definitiv nicht. Die lassen die lange gerade und die Haarnadel aus. Gutes Tempo. Mach in Runde 2 ein paar Plätze gut. Wieder die gleiche Wagen. Momentan drei Runden mal insgesamt Zeit und wollen das Ding natürlich gewinnen. Aber da müssen wir vorankommen, da dürfen diese Fehler nicht passieren. Letzte Runde. Nein, natürlich geht der. Letzte Runde. Los jetzt. Machen wir ein paar Plätze gut. Also uns gerade ein bisschen weniger bitte ranzukommen, sind auch nur noch ein paar Kurven. Jetzt gehen wir mal in die Porsche rein und gehen in Führung. Und holen uns in der letzten Kurve doch den. Oder vor der letzten Kurve den. Sehr, sehr gut. Ja, passt. Perfekt.
So, gut, dann geht's gleich wieder mit Rennen Nummer 2. Sind wir mittlerweile schon. So, weiter geht's jetzt mit dem Rennen Nummer 2. Da sind wir in San Francisco zu Gast auf dem kurzen Stück. Und da wollen wir natürlich wieder ran. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Wenn man vom Punktestand ausgeht und davon, wie das letzte Event gelaufen ist, habe ich so eine Ahnung. So, den Kollegen nicht zu sehen vorne. Doch, der steht vorne, ja, auf 2 oder 3. Ja, ich muss natürlich jetzt ein bisschen was versuchen. Ah, da ist einer noch vorbeigeschnitten wieder. So, wir gehen ran. Mittlerweile sind wir Dritter. Da will er nicht. Vier Runden sind wir uns. Und da ist schon das Ende der ersten Runde. Boah, da will er uns ganz schön ausbeschleunigen, aber das hat er zu spät bekommen. Da gehen wir nämlich jetzt auf 2 vor. Das 1 und 3. So, wir gehen in die vorletzte Runde. Das war die Hälfte des Rennens. Ja, wirklich, wir kommen jetzt nicht von den Jungs. Sieht gut aus, dass wir uns ein bisschen Luft da hinten verschaffen können. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. Dann sind wir dann schon in der letzten Runde jetzt. Das sind wir dann auch durch heute. In die letzte Kurve und dann haben wir es geschafft. Yes. So. Dann haben wir das auch durch. Es gibt gute Erfahrungspunkte. Ah, da sind wir schon bei Level 97.
Und das hat die Kollege schafft es auf 3 immerhin vorzuarbeiten. Das ist auch gut so. So, und so lässt sich in der Rennserie starten und wir machen Feierabend. Wir sehen uns wieder morgen mit der Performance Challenge Asia. Und dann geht's weiter, ja. Damit geht's dann weiter. Bis dahin und auf Wiedersehen. Ciao.